Ja, der Andi. Wer sonst, ne? Nochmal zum Thema Pflege. So, ich habe jetzt alles getan, was man dazu beitragen kann. Seht ihr, wie das glänzt? Ich war in der Waschbox mit Spezialschaum und hast du nie gesehen? Mit der Bürste abgeschrubbt. Dann Hochdruckreiniger, den man nicht nehmen soll, aber scheiß drauf. Kommt ein bisschen durch die Lichtung und sonst nichts. Ja, was ich auch sagen will, dann gucken wir erstmal rein. So. Das riecht gut hier, da Plus und Minus. Ja gut, das könnte jetzt besser sein, aber ich habe schon gründlich geschrubbt, das war gar nicht geplant heute Abend. Aber dann, nein, hast du einmal von innen, von außen angefangen, dann machst du von innen auch noch. So, was ich jetzt auch sagen will. Großer Nachteil, aber auch Manko ist an dem Fahrzeug. Seht ihr diese Schlieren hier? Und hier, und hier, und hier. Ja, sieht man gut. Hier, überall. Die kriegt man nicht mehr weg. Hier. Und zwar ist das runtergelaufen, das Regenwasser. Und das war relativ am Anfang. Der war 6 Wochen alt. Also fast neu. Hat ziemlich viel geregnet. Und ich war bei so einer Autoaufbereitungsfirma und die haben mir erklärt, ja, das kommt hier durch die Dichtung. Durch die Gummidichtung. Läuft das schwarz runter. Und dann kam die Sonne. Hier kommt so die Mittags-Morgensonne. Und hat die Scheiße eingebrannt. Und kann ich machen, was ich will. Guckt ihr euch an. Er ist frisch gewaschen. Und das ist echt ein Manko. Das weiß ich nicht. Oder so mattes Kunststoff auch ist, ne? Kannst du nicht vergleichen mit dem Blech. Und Blech kannst du alles abwaschen. Ja, ist schon traurig. Aber ich kann da nichts machen. Jetzt hat mir die Autoaufbereitungsfirma vorgeschlagen, ja, für 25 Euro kann ich das versuchen. Das werde ich vielleicht auch noch machen. Ansonsten habe ich auch 5 Grundstoffreiniger genommen. Matten extra geputzt. Ja, sonst geht das, aber das ist leider Manko. Auch auf der Seite. Finde ich fast traurig, ne? Jetzt 10 Monate alt und sieht aus wie 5 Jahre teilweise an der Stelle. Mir auch. Zehn Monate alt und sieht aus wie 5 Jahre alt. Das kann ja auch nicht sein, ne? Ja, ich werde versuchen, mal mit dem, dass andere Leute das machen, versuchen, aber sonst. Sonst wären es alles. Ja, hier alles Mögliche versucht. Kunststoffreiniger habe ich, Neutralreiniger habe ich alles. Mit dem Lappen und heißes Wasser. Alles geputzt, was ich putzen konnte. Ja gut, in diesem Sinne schönen Montagabend.